So, Lisa, wir sind jetzt endlich angekommen auf der Teststrecke und wir sind die ganze Zeit mit dem Elektromotor gefahren. Ja. Und ich würde sagen, wir laden jetzt wieder auf. Was sagt der Stand, der Elektrostand? Ich glaube, fast leer. Haben wir alles rausgeboxt. Und ich meine, mittlerweile kannst du den Wagen auch ganz gut fahren. Ja, aber jetzt ist ja normal. Ne? Jetzt muss ich Gas geben und ich habe gehört, die Strecke ist auch nicht die einfachste. Das ist jetzt erstmal die Testrunde auf der Teststrecke, würde ich sagen. Einfach um dir vertraut zu werden. Ja, also ich habe gehört, hier sind Kurven und so, ne? So, wir schalten jetzt in den E-Charge-Modus und dann fährst du mit dem Benzinmotor und jetzt den Elektromotor wieder auf. Okay. Aber schon nicht klein. Ich kann was, die Strecke. Guck mal, wir fahren jetzt richtig behäbige hier 50, 60 rum. Und eben gerade schon bei der einen Kurve ist es mir ein bisschen in die Magengrube gegangen. Neulich Mario Kart habe ich gespielt. Und da bin ich immer aus den Kurven rausgeraten. Aber hier jetzt nicht bitte, ne? Du musst jetzt jede Runde ein bisschen schneller fahren, das weißt du. Ich weiß noch nicht, ob ich mich traue, mit dir dann zu fahren. Ach oh, glaubst du, ich fahre nicht so geil? Ich habe Angst, dass das männertechnisch dann, dass du völlig ausflippst. Ich versuche, mich im Zaum zu halten. Off for round two. Und wie findest du die Strecke? Gut, also ist auf jeden Fall echt. Aber ich habe da trotzdem auch wirklich Respekt vor. Also die ist schon relativ kurvig, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Also man merkt es jetzt, also wie ist jetzt, habe ich gesagt, schneller fahren und jetzt muss ich erstmal mich trauen, überhaupt schneller zu fahren. Vor allem hier in der Kurve merkt man das richtig, im Sitz, finde ich. Da hält sich schon fest, ne? Ja, ja. Vor allem in den Kurven. Also mir geht es wirklich in die Magengrube, so ein bisschen wie beim, also obwohl es wirklich noch nicht schnell ist, aber ein bisschen wie Achterbahn fahren. Wenn du, stell dir mal bitte vor, du fährst in so einem Rennwagen mit jemandem, der da so 200 hier lang fährt, ey. Ein Rallye-Fahrer, da würde ich kotzen, aber wirklich nach 5 Minuten. Da hat man direkt das Gefühl, man fliegt aus der Kurve. Dieser liebe Rennfahrer. Ja. So, BA, ich bin raus. Okay. Du möchtest ja jetzt eine kleine lebensmüde Runde machen. Dann, ja, ich schau mal. Dann verabschiede ich mich einfach und sage viel Erfolg und komm bitte wieder. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Ja, du, wenn nicht, war schön mit dir. Alles klar. Und schade um den schönen Porsche, ne? Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. So, los geht's, würde ich sagen. Boah, shit, die Kurven hier, Alter. Oh, der Sound macht. Der heizt ein, Leute. Sau geil, Alter, nice. Ich sollte gerade eigentlich nur eine Runde fahren, aber ist mir egal, ich fahre jetzt noch eine Runde. Jetzt ist er, glaube ich, jetzt wieder mehr. Das war ein Spaß. Sau geil. Also irgendwann, wenn ich Cash hab, dann hole ich mir so ein Ding auch. Ja. Na, erzähl. War ziemlich geil. Du lebst. Ja, ich hab's noch geschafft. War ganz knapp zum Teil, aber... Wie schnell bist du gefahren? Maximal war, glaube ich, 105. Ach, okay. Ja, auf der kurzen, langen Strecke. Krass. Was sagt denn jetzt eigentlich die Energie? Haben wir ein bisschen was aufgeladen? Wir sind jetzt wieder bei 50%, halb voll. Okay. Und ich glaube, wenn wir noch 2-3 Runden fahren, dann ist das Ding wieder good to go, alles voll. Okay. Machen wir, oder? Sehr gern. Alles klar, Leute, euch lassen wir hier und laden jetzt den Akku wieder auf. Danke fürs Einschalten. Danke dir, Vis-a-vis, dass du dabei warst. Wir sind raus. Tschö. Nächstes Mal bei Cruise the City. Unsere heutige Aufgabe ist es, die Stadt unsicher zu machen und dabei so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Ja, wir gucken mal, wer dabei gewinnt. Ich. Nein, ich. Mal gucken. Mann, Alter. Schleichen wir uns einen ab. Das ist hier nicht 10 km/h. Ich kann nicht einparken, Mann. Du kannst nicht einparken? Ich kann nicht einparken. Doch, doch hier.